Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Basti und Kevin Olympiade. Das hier ist die Reihenfolge der Games, die wir heute spielen. Wir starten mit einem IRL Schere, Stein, Papier. Es geht darum, wer als allererstes 5 Punkte, also 5 Games gewonnen hat. Wir spielen insgesamt um weihnachtliche 50 Subs! Oh, also jeder riskiert 200 Euro, das macht eine 400-Euro-Wette. Und im Titel wird wahrscheinlich 500 Euro stehen, weil es sieht besser aus. Wir machen 1, 2, boom, oder? 1, ja. 2, zack. Ja. Okay. 1, 2, bumm. Okay. Okay, du sagst jedes Mal. Okay, du sagst. Okay. Knick, knack, bumm. Okay, 1 für dich. 0. Knick, knack, bumm. 1, 1. Knick, knack, bumm. 2, 1. 2 ist für dich. Knick, knack, bumm. 2, 2. Boah. Das ist spannend. Knick, knack, bumm. Nein. 3, 2 für mich. Let's go. Knick, knack, boom! 3-3. 3-3 ist das Kacke. Knick, knack, boom! Ja, 4-3 für dich, okay. Knick, knack, boom! Ja! 5-3, oh! Okay. Knick, knack, boom! Ja! 5-4, let's go, let's go, let's go! Knick, knack, boom! 6-4, ja. Scheiße. Knick, knack, boom! Fuck! Jetzt hab ich dich, hä? Knick, knack, boom! Knick, knack, boom! Let's go! 6-5, oder du tust, als würdest du so Lebenspunkte verlieren, Bro. Als wäre so Yu-Gi-Oh! Okay. Knick, knack, boom! 7-5. Oh, no. Noch 3 Punkte! Aua, das war ein Treffer! Okay. Das ist unser Content Ende 2023. Mann, Bro. Checkst du das hier gerade? Wir sind höchstwahrscheinlich das beste Twitch-Duo dieses Jahres. Und wir spielen gerade Schnick, Schnack, Schnuck gegeneinander, Digga. Ich war von Twitch Rivals. Twitch Rivals, Schnick, Schnack, Schnuck, Digga. Okay. Kränke Scheiße, okay. Knick, Knack, Boom! Knick, Knack, Boom! Let's go! Knick, Knack, Boom! Unentschieden? Knick, knack, boom! Digga, ich hau so doll hier in meine Hand, Bruder. Die ist komplett durchblutet. Die ist komplett durchblutet, Alter. Okay. Knick, knack, boom! Ja! 7-7, Ruhe, alle sind leise! Knick, knack, boom! 8-7 für mich! Knick, knack, boom! Fuck, ach Gott! Oh, hier, nimm das, hoch die Schere! Okay. Knick, knack, boom! Nein! Okay, 9-8 für Basti. Knick, knack, boom! Nein! Jawohl! Oh. Der Stein! Vamos a empezar una partida muy importante! Das ist für euch, Leute! Digga, chill. Little Bro denkt Heimspiel, Alter. Chill mal jetzt. Alright, das nächste Game, was wir spielen, ist Lethal League, Bro. Wir zocken Lethal League als nächstes. Also es gibt kein Game, wo wir uns danach so hassen wie dieses Game. Das Game hat so viel Hass in uns vorgebracht, Bro. Ich kenne kein Game, was mehr Hass in mir erzeugt, Bro, als dieses Game, Real Talk. Falls ihr das Game nicht kennt, es geht darum, dass wir den Ball sozusagen, wenn wir den im richtigen Moment schlagen, markieren, dass er auf unsere Farbe ist. Und wenn der Ball dann den anderen trifft, verliert der ein Leben. Wer am Ende kein Leben mehr hat, hat verloren. Alright. BO3, ja? Also, wer jetzt erst hat 2 Runden gewonnen hat. Ja. Jetzt geht's. Auf geht's, ne? Ah, falsch, das ist so. Easy. Es gibt auch eine Superkraft, by the way. Die ist bei Basti, dass er so durch Wände schießen kann. Und bei mir ist es so, dass ich den Ball so einmal aufesse und dann ausspucke ein paar Sekunden später. Werdet ihr gleich sehen. Oh mein Gott, ich fucking Idiot. Oh mein Gott, ich fucking Idiot. Ich muss reinkommen. Ich spiele mit einem frischen Controller, Mann. Das Ding ist, je schneller es ist, desto leichter ist es für Basti aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber deswegen muss ich immer. Oh Gott. Oh Gott, komm! Oh, was von da oben? Zack, er kann überall sein. Hab die Augen offen, Kevin. Was? Das macht gar keinen Sinn, Bro. Real Talk. Ah, ich spiel zu greedy. Ich will dich mit dieser
Verwirrungsjet ficken, genau mit der. Mit dieser Slow Speed, ich gehe einfach rein mäßigen Nummer, hier so diese, aber ja. Das ja, nur, dass ich gewinne. Nett. Let's go! Easy, okay, easy, okay. Easy. Du musst wissen, Kevin weiß nie, wie man diese Taunts macht, wie ich sie mache. Deswegen macht er immer nur, er sneakt immer nur. Ja, umso schlechter dann von dir, dass wir genauso viele Punkte hatten. Nevermind. Was? Ruhe. Umso schlechter von dir, dass wir genauso viele Punkte haben dann, oder? Digga, ich verfickter Bastard. Oh mein... Digga, ich wollte drüber jumpen. What the fuck, wie low. Was ein lows Ende. Oh mein Gott. Okay, 1-0 für dich. Digga, dieser Smiley, Mann, bist so du. Das ist jetzt dieses Fressen von mir, dieses... Oh nein. Was? Was? Oh mein Gott. Na, Bro. Digga, wie soll ich predikten, dass die Scheiße von oben kommen? Digga, das ist so scheiße, Dank. Alter, ich bin echt kacke heute. Bro, ich bin wirklich überfordert gerade. Heiliger. Sollen wir einen solchen Gang runterfahren, Kevin? Digga, ich bin überlow gerade. Hä? Bro, mein Controller laggt oder so, what the fuck? Alter, heute ist ganz übel. Scheiße, Bro, 2 Games ist echt nicht so gut, Mann. Bro, ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Ich hab gerade meine 3 Minuten oder so. Ja, das ist ja, over, Mann, das ist over. Ich geb dir mal ein paar, Mann. Bro, ich hab keine Ahnung, ich war irgendwie gehandicapt heute oder so. I don't know, ich war mega Arsch gerade, GG, ist der 2. Punkt für dich. Speedrunners ist das nächste Game. Kollege Schnürschuh, was wir zocken. Ja, es geht darum, schnell zu rennen. Wenn der eine vor, also wenn jetzt ich zum Beispiel viel schneller renne als Basti, dann ist Basti irgendwann außerhalb des Bildschirms, verliert damit ein Leben. Wer als erster keine Leben mehr hat, hat verloren. Wir machen wieder den BO3. Let's go. Auf geht's! Let's go. Ah, fuck, ich hab eine Sache vergessen. Oh mein Gott, nee, meine Einstellung ist grauenhaft. Oh mein Gott. Sollen wir aufhören, oder? Ja, wär geil. Sorry, Bro. Shoot muss auf B. Und das war mein Trick. Ja, jetzt können wir. Okay, ja, jetzt ist clean. Okay. Ja, gewinne die Runde hier, ne? Ah, du hast einen krassen Vorteil, ne? Die ganze Zeit von BO3, aber wann geht's dann in Call of Duty rein? Boah, ich hab Steuerung gerade wirklich arschgefickt nicht drinne. Ja, wollen wir nochmal Lethal League auch nochmal neu spielen, oder was? Aber ist egal. Ich brauche nicht die Steuerung. Ich brauche nur meinen Willen. Dann kann ich alles schaffen. Ja, das Ding ist halt in dem Spiel halt wirklich, weil ich echt nicht gut bin. Aua, nein, das war ein ekliger Move von dir. Boom, I guess. Okay, doch nicht. Joink. Daneben, Blödmann. Scheiße. Was ist denn los mit mir? Nein, oh mein Gott, ich hab den Hook nicht bekommen. Oh! 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 Oh Gott, nein, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Erster Punkt für dich. Ich kann nicht mehr. Was nimmt der für eine Abkürzung? Und ziemlich krasse. Easy. Bro, mit der ich wusste nicht mal, dass der Laser das macht. Dann geh einfach nicht da lang, wo der Laser ist. Leichter gesagt als getan, ha? Huh?
Na, Scheiße! Was machst du? Was? 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 Digga, Lil Bro fumbled. Ich würde dir nur eine Chance lassen. Ach, Digga, Arsch, ne. Danke für den Boost, Bro. Beste Mann. Ich mache zu viele Fehler. Ich hätte meine Schwachstellen. Bist du gerade auf deinem Anime-Bösewicht-Arc? Ja, ja. Das ist mein neues Ich. Habe ich mir für 2024 vorgenommen. Cool. Hoppa! Scheiße. Und schon bin ich wieder vorne. Ja, yeah, Mann! Cool, Bro! Der Laser. 4000 Grad heißer Laser. Ohohoho! Alter, du wurdest gefickt gerade! Holy shit! Nur wieder. Mann, wieder durch den Laser. Oh, ich sag gerade, aber ich hab die Steuerung immer noch nicht so ganz drin. Ohne dass ich jetzt Excuse sein soll. Joink. Und tschüss. Oh mein Gott, peinlich. Oh mein Gott, peinlich. Oh mein Gott, peinlich. Das war ja so uncool. Oh, Wichser. Schön. Nein, nicht an dieser Stelle wieder. Oh, das hätte die Disconnected, dann wärst du so gebumst. Oh mein Gott, kein Item bekommen. Alter, peinlich. Und jetzt ein. Oh nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, was mache ich? Was mache ich? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott, okay. Oh. Digga, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann's auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir so lange keine Olympiade mehr gemacht haben, try hard ich gerade noch mehr als sonst. Naja, ich merk's auch schon beim aktuellen Punktestand. Fresse. Hier nimm erstmal eine Kiste. Oh. Oh mein Gott, was? Was denn, ne? Easy. Boah, ich nehme jede Kiste mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte, Bruder. Oh, wichtig. Oh mein Gott, okay. Alter, das war am Ende so knapp. Alter, erster Punkt. Okay, wichtig. Oh mein Gott, ist das in Scheiße intens, Alter. Okay. Ach, Mann. Geile Rakete, Granate, Leute. Geile Garage. Danke dir, Digga. Hat automatisch das elektrische Tor. Du kleiner Go! Hä? Manchmal gehst du nach oben auch noch weiter. Ich bin ein Baby, ich will Bastia gehen. Ich bin kein Baby. Ich gehe in die Middle School und ich bin der Coolste in der Klasse. Ich bin der Quarterback, Jimmy! Digga, heute knallt's gewaltig, wirklich. Nur weil dein Vater der Bürgermeister der Stadt ist, heißt das nicht, dass du dir alles rausnehmen kannst, Billy! Bro, du musst mal so einen Highschool-Film synchronisieren, what the fuck, Alter. Du musst mal so ein. Ich will sehen, dass du so ein. Du sollst so einen Mobber in so einer Highschool synchronisieren, Bro, das wäre die Rolle. Hey, Kleiner! Was ist das denn für eine Hose? 3/4 oder soll ich lieber sagen 7/8? Digga, aber no joke, das wären so in real life die uncoolsten
lassen. Aber in so Highschool-Filmen sind das immer die krassesten, Digga. Die würden halt for real auf unironisch mit so Sprüchen kommen, ne? So, Bro, was laberst du von sie Wachtel, Alter? So, halt mal dein Maul. Digga, Raucher musst du das? Wieder heute Shisha geraucht den ganzen Tag. Ja, ganz, ganz hast du wieder einen kleinen Kopf angemacht heute? Nee, das ist ein Crafted-Dick. Stell dir vor, du schaltest was in GG-Stream ein, auf einmal du hörst so Shisha blubbern im Hintergrund. Neuer Sponsor auf einmal, neuer eigener Shisha-Tabak, Wassermelone, Goldapfel. Och, herrlich. Paula ist einfach Vater geworden, fies, oh Mann. Ich weiß. Danke für die Donau. Gerne. Gerne. Digga, wie du das gerade gesagt hast. Danke dir für die Donau. Ich hab gesagt, danke. Ja, ich hab gesagt, ja, ich weiß. Danke für die Donau. Mann, halt mal deinen Maul, Bro. Ayo. Digga, du fuckst mich so krank an, wirklich. Zock mal lieber das Game richtig, Pussy. Jetzt reicht's. Okay, sorry, oh. Joker. Jetzt reicht's. LeBron ist ein Batman-Film, Alter. Alright, let's go! Easy, easy, easy! 2-1! Oh, okay, das war nicht gemacht, das Game. Diesmal hat's gereicht, aber beim nächsten Mal bist du dran. Okay. Okay, wir spielen als nächstes Nidhogg. Oh mein Gott. Genau, wir spielen als nächstes Nidhogg 2. Es geht darum, dass wir quasi uns gegenseitig töten können. Man respawnt auch nach einer Zeit wieder. Aber wenn der andere tot ist, kann man quasi die Zeit nutzen, um... Also dann ist man sozusagen am Zug und hat die Möglichkeit, nach rechts, beziehungsweise je nachdem, nach links zu laufen. Und wer auf seiner Seite quasi durchgelaufen ist, hat gewonnen. Es ist relativ selbsterklärend, wenn wir es gleich spielen. Ich bin nicht gut im Erklären. Okay, na dann. Okay, jetzt kann Basti rennen, weil er mich gekillt hat. Es geht darum, wer als erstes durchrennt. So, jetzt kann ich Basti gekillt, jetzt kann ich durchrennen. Ich kann jetzt aber auch an Basti vorbeigehen, muss gar nicht fighten eigentlich. Und er muss mir sozusagen hinterher rennen. Aber ich bin immer ein bisschen dumm, wenn es dann darum geht. Scheiße. Zu checken, wann ich laufen muss und wann nicht. Scheiße. Okay, ich bin aber auch gestorben, weil ich aus dem Bildschirm draußen war. Das heißt, ich bin auch tot und dann ist unentschieden. Scheiße. Okay, wir müssen jetzt wieder reinkommen, Bro. Wir haben es lange nicht gezockt. Oh mein Gott. Jetzt zum Beispiel ist es smart, nach rechts zu laufen, weil ich dann respawne und vielleicht nochmal eine Chance habe, wenn Basti zu lange braucht. Okay, nee, hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Okay. Nein, oh mein Gott! Ja, wichtig, Euro wichtig! Comeback! Subs, bis du mich vorliest. Kannst du mir das manchmal sagen, weil ich nach rechts laufen sollte? Nein. Oh mein Gott, let's go! Let's go! Oh mein Gott, damit hat niemand gerechnet. Jetzt zum Beispiel wäre es super smart gewesen, nach links zu laufen. Oh Gott, was? Mann, ich bin einfach nur gelaufen. Kann man sprinten? Nee, ne? Nee. Oh mein Gott! Mann, ich hatte doch das Schwert. Yo, zieh erstmal nochmal! Ich hätte durchrennen sollen. Ich dachte, ich hole mir lieber eine Waffe. Nein. Oh mein Gott. Ich habe gerade mit meinem Ring auf den Tisch gehauen, Bro. Das ist nicht so eine smarte Idee gewesen, Mann. Scheiße. Oh mein Gott. Letzter Abschnitt. Nein. Spawn. Nein. Nein. Mann!
Scheiße, Digga. Digga, er wirft mit dem Bogen, Alter. Er wirft einfach ich kann noch nie. Oh, mein Gott, was? 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 Okay, schön. Ich war noch nie vorher so weit. Boah, Digga, geiler Dodge. Fuck. Na, oh, na, ich war unten! Bro, das ist am Ende noch so lang, ne, wie viel man laufen muss. Nein, fuck! Mann. Nein! Nein, oh mein Gott. Das ist, wenn die Zeit unten abläuft? Dann ist, glaube ich, der einfach weiter ist. Nee, das ist dann doof. Wie unsatisfying wäre das denn? Keine Sorge, ich mach's noch kurz zu Ende. Oh mein Gott. Was? Was? Unentschieden? Was? Es geht neu los? Bro, das ist so Bonus. Ich was? 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 Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das ist real talk kranke Scheiße. Das ist so kranke Scheiße. Okay, nein, als nächstes spielen wir IRL Kniffel. Mach die Kamera an, Kollege. Ich hol das Kniffelspiel. Mann, Junge. Jemand meinte, Basti, du bist sowieso auf diesen Online-Game-Seiten. Da gibt's doch so diese Leute, die so. Wo da gibt's immer so eine Kamera von oben, wie die so Blackjack zocken und so. Das ist so ein Stream. Digga. Ja. Oh mein Gott. Ich gehe mal durch. Wir haben 1er, 2er, 3er und so weiter bis 6. Ab 63 Punkten hier oben oder mehr gibt es einen Bonus von 35. Triple, also quasi drei gleiche. Dann haben wir hier vier gleiche. Dann haben wir Full House, bringt fix 25, egal welches. Dann eine kleine Straße bringt 30 fix. Eine große Straße bringt 40 fix. Kniffel 50. Chance, je nachdem wie viele Augen sind. Und dann halt, wer am Ende mehr hat. Alright, es kann losgehen. Du würfelst. Du darfst anfangen. Okay. Doppel 6, ich halte die. Mhm. Oh, ja, du könntest für Full House halten, ne? Oh, er nimmt alles. Ja. Okay. Jetzt keine 6, das wäre krass. Scheiße. Okay, du könntest auch Full House nehmen. Ich. Warte mal, bei Triple wird alles gezählt, ne? Bei Triple wird alles gezählt, ja, alle Augen. Ja, ich gehe hier, aber ja, ich gehe aufs Full House. Bitte einmal in Full House bei B. Okay, das sind dann die ersten 25 Punkte für Basti. Bro, ich sag dir ehrlich, low-key enjoy ich das gerade mehr als das, was wir sonst auf der Switch spielen, Bro. Das ist schon irgendwie ein Vibe gerade. Ich finde das schon sehr geil. Okay, Würfel für mich. Spielt Basti gerade meinen Treffen mit einem Kniffel. Oh, alles außer die 6 behalten. Nur die 6 nochmal würfeln. Komm, 5. Ja! Große Straße, let's go. Maxi-Serie für mich. Scheiße, ich muss besser reinscheißen bei ihm. Spielt Basti gerade Minecraft mit einem Kniffelbrett durch. Digga, wer weiß, kommt vielleicht das nächstes Kniffelbrett Jahr. Ist aber wirklich MVP im Urlaub, muss ich ganz kurz mal sagen. Bro, das ist sehr cool. Ich bin sehr neidisch auf dieses Brett, Alter. Jemand im Chat findet meine 40 schön, danke, Bro. Die 25 ist mega hässlich. Ja, bei dir schreibst du so extra schön. Ja. Oh, das ist gar nichts, lol. Oh, das ist schade. Ja, ich trage das aber 23 bei Chance. Oh, die 23 ist wieder richtig hässlich geworden, Bro. Holy Mann. Shit, die hat so einen, guck mal, die hat hier unten so mega dick einfach. Bruder, können wir mal öfter so Brettspiele abmachen? Genau so. Das ist voll geil, ich lieb's. Wenn wir sind diese, deine Finger so riesig in der Cam, da kommt so eine dicke Wurst. Kevin, Okay, ich würde, glaube ich, die 3 behalten. Den Rest nochmal neu würfeln, bitte. Nochmal die 3, bitte. Also nochmal die 3 behalten und den Rest würfeln.
Oh ja, das war eine 3 hier? Ja, ja, genau, ja. Oh, okay, das ist kacke. Trage ich jetzt die 2-3 ein oder gehe ich für die Chance? Ich trage die 2-3 ein, oder? Oder die 1-1, ja, das ist besser. Ich trage eine 1 ein. Ich halte die 3. Digga, das ist irgendwie so geil, dass wir das gerade so machen und ich feiere es komplett. Ja, ich halte die kleine. Ihr müsst euch vorstellen, Basti hat ja auch gerade eine Handcam sozusagen. Und die ist einfach über so eine, also dieselbe Facecam, die ich benutze, benutzt Basti als Handcam. Das ist so ein Rig, was oben rangebaut ist, richtig professionell mit so einem Magic Arm und so, richtig so schön gemacht. Oder bei mir ist einfach hier gerade ein Handy auf dem Stiegel Bierglas. Digga, das ist so fucking scuffed. Kleine Straße bitte. Okay, für dich, ne? Schnell. Für mich, ja. Oh, die 30 ist sehr hässlich geworden, Bro, sorry. Okay. Bro, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ja, ich try harde wirklich. Ich bin nicht so gut da drin, in ordentlich schreiben. Kevin, dass wir nochmal so das hier am Ende des Jahres machen, ist schön. Oh, 3, 4, 5, 6 behalten. Und ich nehme das direkt. Auch eine kleine Straße. Große, ne? Ja. Kleine Straße für mich, groß habe ich ja schon. Meine 30 ist schöner als deine, oder? Ja. Also, auf jeden Fall. Die 0, aber die 0 ist nicht so consistent. Boah, mich will die 6 heute richtig, aber heute flachsen, ne? Also die 40 ist bis jetzt die krasseste, sage ich euch, so wie es ist. Ich würfel genau das gleiche. Ey, wir müssen mal so einen Spieleabend machen, Bro, wo wir so 5 Streamer einladen, genauso wie hier. Und einer hat das Spiel actually da und spielt da für die anderen. Das kriegen wir doch safe irgendwie hin, bei manchen Games geht das doch. Safe. Das ist übelst geil, what the fuck. Ich nehme Triple 28. Weil Full House habe ich schon, ne? Ja. Achso, also du nimmst 3 gleiche und dann alle Zahlen, also alle Augen an dir? Genau. Rico, Mann, was ist das? 12? Dass deinen Grundschüler rumkritzelt auf dem Set. 22, Bro. Was ist das? 28? Ah, nee, ja, 28 war ein Test. Vom Maximalwert fehlen ja nur 2. Man könnte meinen, dass da ein Grundschüler auf dem Zettel rumkritzelt. Bro, hat man ein Maul. Juicy. Nehme ich den Full House oder gehe ich die 3-5er? Ich nehme die 3-5er und bitte nochmal die 2-4er würfeln. Na, nochmal bitte. Boah, bitter. Aber 15 ist trotzdem gut bei 5, nehme ich. Oh, die 15 ist auch sehr schön geworden, oder? Ja, ja, die ist schön. Bei dir schreibst du ein bisschen erwachsener. Boah, das gefällt mir hier nicht. Ich bin richtig am Zittern irgendwie gerade hier. Ich war auch von ein bisschen am Zittern vom. Oder wirklich, ich finde, es edit so krass viel, dass wir diesen original Kniffelzettel haben und du diesen grünen Untergrund, ja. Bro. Es fühlt sich alles, als wären wir wirklich gerade im Casino, nur dass wir halt kein Spiel um Geld spielen, sondern wir spielen fucking Kniffel, Alter. Als wären wir 50 Jahre alt. Mann, wieder 2-6. Mann, Bro, es ist. Vor allem, ich habe auch so ein cleanes Mauspad. Ich könnte auch einfach da würfeln, Mann. Also, es macht eigentlich gar nicht so einen Unterschied. Kleine Straße habe ich schon, ne? Genau, ja, du hast kleine Straße schon, du hast große Straße noch nicht. 4 gleiche hast du noch nicht, aber das bringt dir gerade nichts. Ja, gib mir eine 0 bei den Einsern. Okay. Oh, die 0 ist echt hässlich. Das ist eine verfickte Kartoffel geworden, Bro. Mann. Sorry. Ich behalte die. Ich muss ein Full House nehmen. Würfel nur die 2. Das war der erste Wurf, ne? Oder der zweite? Nee, jetzt kommt der letzte. Jetzt kommt der letzte, ne? Ja. Nee, das ist nicht der letzte, das ist der vorletzte. Easy. Ist ja egal. Applaus. Oh, wichtig. 3-5. Ja. Für mich sind 500 Euro nichts. Ich überlege gerade, ob die Wahrscheinlichkeit, die ich ausgerechnet habe, stimmt. Aber eigentlich schon, oder? Ich meine, du hast ein Drittel pro Wurf. Und ja. Du kannst entweder. Ich glaube, es müsste stimmen. 20 bei 5, bitte. Ich kenne mich leider nicht so gut aus bei Kniffel. Aber was heißt bei Basti neben deiner 1 das Stoppschild? Sorry, was hast du? 20 bei 5.
Ja, mache ich. Wichtiger Wurf. Kenne mich leider nicht so gut aus bei Kniffel, aber was heißt bei Basti neben 1 das Stoppschild? Das ist eine Null. Achso, er meint das hier, Bro. Oh mein Gott. Das ist dein erster Wurf? Ja, jetzt die 3 behalten. Geil. Boah. Ich fühle mich gerade wirklich wie so ein. Behalt mal nur die 2 und würfel nochmal alles andere neu. Das ist auch voll, was du eigentlich nicht im Online-Casino machen würdest, einfach kniffeln. Bro, stell dir mal vor, wie lame das wäre. Das würde keiner zocken, Alter. Du kannst innerhalb von so 10 Sekunden kannst du so 10 Euro blowen bei so Blackjack oder so. Und hier, das geht so überlange. Oh, das ist nicht gut. Ja, bitte nochmal die 2. Ja. Ja, ich muss die 2-2 eintragen, also 4. Jo, hab mich etwas verlaufen. Wo kommt man hier zum Roulette? Boah, geh ich da auf die Big Street? Nee. Ey, Basti, kannst du noch die Maus aus dem Bild räumen gerade? Wow, danke. Oder er macht doch immer diese Handbewegung, weißt du? So, er macht immer so Handbewegung, als würde er so beim Roulette-Tisch und so, machen die immer so, also keine Bets mehr. Also dann gehen die so über den Tisch einmal so drüber. Das ist so geil. 2-2 bei 2. Ja, also 4, ne? Ja. Bro, das müssen wir öfter machen. Naja, das ist krass. Digga, du hast so Straßen, Alter. Ja, aber Straße brauche ich halt nicht, Digga. Und den Rest würfeln. Oh, das schmeckt. 4 und 6, 9. Okay. Aber dann trage ich meine 9 ein bei den 3. So. Oh, die 9 ist besonders hässlich geworden, Leute. Obwohl, GS, okay, ist so ein Angelhaken. Ja. So ein Lasso. Ist so ein, Bro, das ist so ein Lasso aus Minecraft. Weißt du, womit man so ein Schwein oder so irgendwo anbinden ist kann? Kein Lasso, das ist eine Leine, ein Lied und kein Lasso. Ich sehe dich, Kevin, die ganze Zeit. Dann siehst du auch diese hier. Ich bin dafür verantwortlich, was du gleich würfelst, alright? Also ich würde mich an deiner Stelle lieber zusammenreißen. Mann, oh, ich will doch nur... Na, würfel erstmal selber was Richtiges. Kannst du den Zettel gerade legen? Ja, streich mir das Kniffel. Oh, es kracht. Erst machst du eine Null und jetzt machst du einen Strich. Das verwirrt mich. Ach so, oh ja, das, oh, das ist unsatisfying. Jetzt sag das doch nicht, Bro. Och, Mann. Och, nee, was macht der Junge da? Das war ich behalte nur die Zweier und den Rest immer neu würfeln, bitte. Oh. Nochmal. 1 und 4 würfeln. Oh, das ist echt okay. Das ist echt okay. Dadurch habe ich jetzt 11 plus 6, 17. Das kann ich bei 13, bei 3er eintragen. Bei 3 gleiche, das ist okay. Naja. Ja, das ist echt ein Solid, nehmen wir. Ist nicht mega geil, aber ist fein. Och, mal wieder das. 2 Sechsen zum 15. Mal. Ist schon was in Richtung Trips Trill mit Rätseln geplant? Nee, 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 danke. Bitte! Ja. 18 bei 6. Seid ihr nicht gegönnt? So, okay, einmal würfeln bitte für mich. Hat Mascha Schluss gemacht? Ja, deswegen muss ich jetzt leider mit Basti kniffeln. Was geht jetzt ab, Bro? Kannst du den in der Mitte einfach nochmal einzeln machen? Gehen. Oh, warte, der Chat schreibt komplett neu würfeln dann. Ganzer Würfel, Remake, einer brennt, ja, stimmt. Mein dann Gott! Noch mal. Süß, Digga. Schlechtester Dealer on Planet. Oh, was? Was? Was geht jetzt ab? Was? Hast du aufgeschrieben, oder was?
Ich habe deinen Namen aufgeschrieben, ja. Okay. Das ist meine Liste von Menschen. Okay, für was? So, bist du der Typ, der Death Note hat? Ey, der Death Note-Typ sieht, also sieht wirklich aus wie mein Minecraft-Charakter. Also der eine mit Dingen, der ist auch grau und hat blaue Haare. Du meinst der immer diese Äpfel ist. Wie heißt der nochmal, Bro? L. Warum schon mal alle L? Weil der so heißt. Nein, oder? Doch. Früher ist, W, jetzt L. Ach so, du meinst dieser, der dieser krasse, der am Anfang noch so der Polizei da so hilft. Ah, nee, der die ganze Zeit der Polizei hilft, oder? Meinst du den? Ich spoiler nicht, ich hab's nicht gesehen. Ja, oha, Bro, dritte Folge, Alter, sorry. Ich hab grad keinen Bock auf Donate, also keinen Bock auf Songs, sorry. Deine Fresse. Sorry Leute, wir müssen abcatchen. Bitte nochmal alle außer die vier würfeln. Das ist dein letzter Wurf, ne? Ja, mach mal was Ordentliches halt. Junge, was machst du, Alter? Wie können Hände so abfacken? Holy shit. Wie können mich Hände so nerven? Alter, ist das krank? Ist das krank? Was zum Fick? Ja, was mache ich jetzt, Bro? Ja, ich gehe davon auf, dass ich den Kniffel noch bekomme. Ich trage 12 ein. Oh, das ist echt hässlich. 12 ist wieder echt hässlich geworden. Fünfen und Sechsen hast du beides hier schon, das brauchst du nicht. Ja, dann habe ich noch vier gleiche. Eine große Straße. Nee, ich gehe auf vier. Oder Leute checken Kniffel nicht und ich finde es wirklich gruselig, Leute. Setzt euch wirklich mal mit Kniffel auseinander. Das ist ein wundervolles Spiel mit der Familie oder Freunden. Kann man auch zu zweit zocken. Kann man sogar alleine zocken. An Weihnachten super Möglichkeit, ne? Ja, Mann. Alright, ich gehe all in, weil, also ich gehe jetzt auf eine 5, glaube ich. Oh, bitte keine 5, bitte keine 5, bitte keine 5, bitte keine 5. Bitte keine 5, bitte keine 5. Ey, das ist halt ein sehr, sehr krasser Gamble, den ich nicht machen sollte. Ja! Unverdient. Einmal bitte die große Straße. So, dann tragen wir hier bei Maxi-Serie mal 40 ein. Zack. Und die Superzahl, die. Die 40 ist stark geworden, oder? Ja, Superzahl, die 8. Okay. Die 6 behalten, Rest würfeln. Oh, das ist sehr gut. 4 behalten, Rest würfeln. Geil. Eine 4 jetzt noch, wäre sehr wichtig. Ja. Du bist noch im Minus oben, ne? 12. Ja. 3 bin ich noch im Minus. Okay, ich gehe auf die 3. Die wären jetzt wichtig. Ja, sehr, sehr gut. Keine mehr. 9 bei 3, bitte. Da brauche ich noch 3, 4, dann habe ich den Bonus. Okay. Der brennt nochmal. BLS macht den Trick an Vertrauen. Boah, ich brauch gar nichts davon. Alles nochmal. Ich brauche eine 6, 4 gleiche oder eine 5 gleiche. Boah, ist das scheiße, ist over eigentlich. Hm. 6 behalten, Rest würfeln. Ist der letzte, ne? Ja. Müssen wir den jetzt neu würfeln, ja, ne? Ja, wir haben es die ganze Zeit gemacht. Es tut mir leid, der brennt halt leider. Au! Ja, ein paar Gnaden los. Ich sag dir ehrlich, Karma wird kommen. Hast recht. Streich den Kniffel. Aber wenn ich jetzt einen Kniffel bekomme, Bro, ist over. Und Basti muss jetzt bitte keine 3-4 bekommen. Das wäre so wichtig. Bitte keine 3-4. Oh mein Gott.
Bitte keiner. Basti bemängelt ja dein Mauspatois. Hab ein weißes und gestern Bolognese gegessen. Minus 3. Bitte. Brennt. Der brennt, oder? Der brennt. Oh, warte mal. Brennt der? Nee, wir haben den. Ich hab's nicht gesehen. Lag der oben drauf oder war der schräg? Der lag oben drauf. Okay. Dann ist das. Oh mein Gott, let's go. Quartett streichen, bitte. Ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Holy shit. Boah, du brauchst 4 Sechsen, ne? Ja. Nochmal alle. Monte, deine Würfel brennen. Boah. Soll ich die Dreien behalten und auf das Quartett gehen? 4 gleiche? Ja, ne? Dreier behalten und neu. Ja! Puh, Alter, what the fuck, Alter. 13? Ja, ich nehme aber, ich brauche alles gerade. Letzte Runde! Keine 4. Oh mein Gott, let's go. Bitte. Wenn ihr das nochmal spielt, holt euch Kniffel Extreme, viel geiler. Kann nur eine 4 maximal. Ja! Eine 4. Mascha meinte gerade, ich soll meine Fresse halten, wenn ich streame. Sie meint, das ist sowieso unattraktiv. Ey, was ist denn? Aber ist mir scheißegal, super, Bruder. Ist mir scheißegal. Super attraktiv, was wir hier machen. So, 4 Eintrag hier, ja, ne? Es geht oder? Ja, genau. So, damit kriegst du den Bonus nicht. Ja, du musst 4 Sechsen haben, um zu gewinnen. 4 meine ich ja, sorry, nicht 3. 41 Brown, ja, kann sein. Der brennt halt. Oh mein Gott, Digga. Ja, 6 behalten, ob wir es. Come on, bitte. Auf 4 Sechsen, Bro. Ach du Scheiße. Ich nehme alle rein, ja? Also bis auf 6. Mhm. Boah, diese Faust nervt so hart. Scheiße, aber das war krass. What the fuck, das war hart. Alright, es steht 4-1 für Basti. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Matchball. Wer jetzt auf 5 hat gewonnen. Wir spielen jetzt dieses Toasterball. Oh, da bin ich gespannt. Also es geht los, wenn ich quasi war, habe jetzt gerade Ball gehabt. Du musst die ganze Zeit drücken, dann steht er auch wieder auf sozusagen. Mit, das eine ist der eine, das andere ist der andere Toast. Und wenn du zum Beispiel liegst, kannst du auch so damit hoppen. Checkst du so. Gibt es, ne? nur die Pfeiltasten sind meine Tasten. Es gibt nur die beiden Pfeiltasten, sonst gibt es nichts. Nur links und rechts drücke ich. Ja. Und wenn du, achso, und S, schau, wenn du drauf bist, musst du Pfeiltasten nach unten drücken. Dann kannst du die so mäßig neu einsammeln. Jetzt kannst du Pfeiltasten nach unten sammeln zu den einen. Und es gibt verschiedene Modi. Also es gibt, wir spielen zum Beispiel auch teilweise Basketball und so. Es gibt verschiedene Sachen. Ja. Yeah. Let's go. Go! Erster Matchpoint. Ich bin der Burners. Ich bin Markus, das Wunderkind. Der rote Toaster. Ich bin der rote Toaster und du wirst flambiert. Okay. Nee, du bist der blaue Toaster, Bro. Oh. Ja, okay, frech. Frecher Beginn hier von Basti. Oh mein Gott. Oh, stark. Ich muss zurückhoppen. Oh mein Gott, gut gedribbelt. Oh nein. Wie viel spielst du mit dem Toast? Oh. Alter. Fuck. Ich muss hoppen, dass das Toast runterfällt, sonst kriegst du nicht einsam. Nein! Let's go. Oh mein Gott, Digga. Sickes Replay. Oh shit, let's go. Manchmal ist, glaube ich, schlauer, gar keinen Toast zu machen. Ja, auf jeden Fall. Es ist überschwer, Bro. Es ist auch total random teilweise.
Sag ich ehrlich. Oh, was ist oben? Oh, jetzt ist Low Gravity, Low Gravity. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder. Digga, was mach ich? Bruder. Paraden. Alter, what the fuck? Okay, ist wieder normal, ist wieder normal. Also wieder Low Gravity? Oh, Digga, das ist so dank, holy shit. Nein! Mein Toast, mein Toast! Du hast mein Toast eingesammelt, what the fuck? Ja! Ja! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein! Oh, ja, oh mein Gott! Digga, scheiße! Okay. Huh. Überleg dir, mit wem du dich hier anlegst, ha? Huh? Es ist ohne Toast diesmal. Wir zocken ohne, ohne Toast. Ja, es ist meine Kategorie, ha? Huh? Ja, sieht man. Boah, ein Flameball. Feuerball. Oh, der kommt. Saftig. Ha! Hopp. Nein! Oh, doch, ja. Oh, fuck, 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 fuck. Ja! Nein. Nein. Oh, die Höhe bei mir ist sogar viel leichter erreichbar, glaube ich. Ja, let's go! Nein! Let's go! Let's fucking go! Ich kann dagegen nichts machen. Achso. Hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Du musst beide durchdrücken, dann springst du hoch genug. Oh mein Gott, das Timing. Es ist so leicht verzögert. Ich wusste nicht, dass man so, dass man richtig hochspringen kann. Oh, was ist jetzt? Bruder, jetzt kriegt ihr Strom! Oh. Ach du Scheiße, Bro. Oh, schön. Richtig, oh. Oh. Boah, das Game ist so fucking dank, Digga. Aber checkst du, ich hab's mal mit Dominik gespielt, Bro, es ist übelst das geile Game. Das hat mir irgendwer vorgeschlagen, ich fand's übelst geil. Ja. Oh! Oh! Oh, oh. Oh guck dir an, oh, rein zirkuliert. Okay, perfekt, wir brechen anscheinend die Timeline, also die Zeitlupe ab, top. Wir brechen die Timeline. Ja, okay, nehme ich. Ja, ist easy, ein fairer Hit für beide. Digga, was zum Fick war das? Oh, jetzt ist Laufband, Laufband! Du bist zerstört. Du darfst nicht in die Feuerwand. Ja, anscheinend. Ja, das, das wusste ich auch nicht. Jetzt sind wir kleine Toaster. Oh mein Gott. Züchtiger, Digga, ich komme nicht mal oben an den Ball. Du kannst auch so einen Double-mäßigen Jump machen, wenn du zweimal hintereinander direkt machst. Glaube ich. So und dann nochmal, ja. Genau. Ja, das. Oh, was? 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 Boah, schön, wichtig. Oh, der kommt. Na, ja, der kommt leider nicht. Oh, der kommt. Schön. Schön! Oh. Oh nein, oh nein. Oh Gott, wichtig. Ja, let's go! Mano! Oh. Schön. Schön, schön, die Burners gewinnen. Mami. Okay, das müsste jetzt das erste Spiel sein und wir müssten jetzt mehrere spielen. Okay. Okay, wir haben wieder Toast. Achso, Toast kann auch übrigens vergammeln. Bro, ich habe erst den Ball nicht gar nicht getroffen. Oh mein Gott, ich hab getoast. Also wenn du es zu lange drin lässt, dann wird es schlecht so mäßig. Hm. Kennst du dich ja mit aus, ne? Oh mein Gott, du hast ja gar keinen Toast mehr dann. Was ist das? Schön. Fuck. Ey. Ich geh in die Offensive. Ach du Scheiße. Mann, ich hab... Aber groß springen tut man nicht, wenn man Toasts hat, ne? Oh, was jetzt? Zwei Bälle? Doch, du kannst auch so machen halt. Achso, ja, nee, stimmt. Du springst halt nicht so viel, ja. Fuck! Oh mein Gott. Oh, Digga, das ist so krass. Ja!
meine Toasts. Ah, du kannst so hüpfen, ne? Das checkst du. Du, deine Toast-Dinger vergammeln gerade, Bro. Da musst du ein bisschen aufpassen. Mhm. Nein, fuck! Digga, deine sind schon ganz schön dunkel, Bruder. Ich mag's kross, ha? Huh? Bist du dieser Vater, der so beim Grillen immer so ein Stück zu kross macht und dann sagt, ja, das Stück nehme ich. Ich mag das mega so. Und das Ding sieht einfach aus wie so ein Stück Holzkohle. Ne, so ein Brikett. Ja, no joke. Scheiße. Oh nein, oh mein Gott. Oh, jawohl, Anschluss, wichtig. Oh, fuck, 2-1. Gekämpft mit meinem Kohlestück da. Sorry, ich sehe die ganze Zeit nicht den Stand, mein Bad. Okay, jetzt spielen wir Basketball. Aha. Nein. Ach du Scheiße. Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein! Oh! Oh mein Gott, der wäre so krank gewesen. What the fuck? Nein. Let's go! Okay, ist wieder normale, ist wieder eine normale Runde, ist wieder eine normale Runde. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Psych! Okay, normale Welle. Doch, keine normale Runde. Woi! Digga, bei mir ist einfach schon hinten offen, was soll das? Digga, was machst du da? Hoch, guter Block. Nein, 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 nein. Oh, let's go. Was? Was? Digga, wenn du das noch holst, wird so bodenlos. Let's go! Also, oh, das wäre auch so frech gewesen, jetzt noch cool, Real Talk. Digga, Little Bro wird gesaved von La Ula-Welle. Okay, ein Punkt noch, dann habe ich gewonnen. Aber wir sind wieder klein und haben keinen Toast. Boah, das Timing war krass, what the fuck. Boah, schön. Ah, oh, nicht so schön. Oh, gar nicht schön, gar nicht schön. Boah, bin da voll. Ah! Nice. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Bro, dass da bei mir alles offen ist, ist doch schon wieder. Oh mein Gott! Oh bitte! Nein! 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 Ja! Scheiße. Scheiße. Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt? Eiszeit oder so? Eis. Ah ja, wir rutschen so, okay. Passt ja zum Weihnachten. Yo, Züch, es gibt auch noch Wind. Okay, Bruder, was ist das? Bro, geh mal weg von meiner Seite, was willst Bruder, du denn? Bruder, Alter, what the fuck? Yo, jawohl, Comeback des Jahres! Ach so, guck mal, genau in dem Moment, wo du schießt, auf einmal kommt Wind, Bro. Das Ding zirkuliert da einfach rein, was eine Scheiße. Ja. Kurz einen kleinen 360 gehittet hier. Nein, 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 nein. Das war easy. Fühlst du dich jetzt cool? Fühlst du dich jetzt cool? Ja, Mann. Ich hab auch einen Würfelteller. Hm? Okay. Weiß nicht, ob es hier Matchpoint oder sowas gibt. Ansonsten ist das hier die letzte Runde. Oh, Züch, okay. Ah, es gibt nur unten. Schau, nur unten. Nur unten gibt's. Mhm. Ich glaube, das wird mit der Zeit ausgefahren. Oben, wenn du wieder auf den Button kommst. Ja, perfekt. Top. Bin auf meinen eigenen gekommen. Danke dir. Danke dir fürs Erklären, Bro. Oh. Oh, okay, es geht. Ah ja, Bruder, perfekt. Nochmal auf meinen gekommen. Super. Wir gehen auch mit der Zeit so hoch, okay. Nein!
Was der letzte? Was der letzte? Was der letzte? Ja, muss ja. Er ist der bessere Toaster. Er ist der bessere Toaster. Oh. Alright, das heißt, es steht insgesamt 4-2 in dieser Olympiade. Ah, ich hasse das. Das ist ein gutes Game. Ich komme über Late Game, Alright. Das heißt, wir zocken als nächstes eine Runde Billard, Bro. Peak. Wie war nochmal die Steuerung? Ich kann mich nur dran Steuerung erinnern, gedrückt halten, Steuerung war. Gedrückt halten und dann musst du so stoßen einfach. Hast du da reingegangen? Nee, ne? Ich war so unfassbar schlecht in diesem Spiel. Doch, die 4. Oh, let's go. Let's go. Sehr gut, ich habe die vollen. Das heißt, ich bin nochmal dran. Dann nehme ich mal den Kollegen noch mit. Nee, ist einfach Pool oder Billard suchen. Jo. Das war ein Foul. Das heißt, du darfst jetzt überall platzieren. Top. Was heißt Foul, wenn du keine Kugel berührst von dir? Als erstes. Und wenn man keine drei Banden spielt, anscheinend dann auch nicht. Okay. Easy. Kevin, boah, das war knapp. Kevin ist bei sowas immer besser. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Ich könnte auch die anspielen. Das ist jetzt ein bisschen risky, aber ich mach mal. Richtig. Aber die sind da trotzdem alle gut auf einem Spot. Ja, es ist nicht bad, Ich glaube, das sollte so funktionieren. Nö, hier funktioniert aktuell gar nichts. Kommt die Olympiade auf YouTube? Wenn Kevin gewinnt, kommt sie bei ihm wahrscheinlich online. Bei mir, egal was passiert, kommt sie online. Bruder, sie kommt auch bei mir, egal was passiert. Was soll das für eine Scheiße heißen? Kommt um 2:30 noch heute die Nachricht. Aber wir wollen ganz gerne morgen früh hochladen. Ist okay für dich? So, boom. Easy. Einmal mein Power reingeknallt. Mal gucken, was passiert, wa? Also ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist überhaupt nichts los hier aktuell. Ach, Leute. 4-1. 4-2 steht's, Bro. Achso, nee, Kugel meinst du? Ja. Oh, nee, schade. Schade. Aber ich habe sie gut vorgelegt. Ist fein. BO1 oder BO3? BO1. Ach, hier auf der Seite sind ja gar keine mehr von mir. Es gibt ja nur noch die. Du redest über Wied und ich krieg in Stream Werbung für eine Küchenwaage. Die hören doch zu die Schweine. Ih, was war das? Das sieht nicht gut aus für mich. Was zum Fick war das, Bro? Ja. Du solltest 2 Webs kaufen. Dann kannst du immer smoken, wenn der andere am Laden ist. Tja, wir wollen hier draußen ein YouTube-Video machen. Könnt ihr aufhören, über Vapes zu labern? What the fuck? Ja, aber das ist erstmal ganz gut. Erstmal ein bisschen neu aufmischen. So, und die geht ins Lange. Oh mein Gott. Danke, Bruder. Jetzt kann ich die Weiße wieder irgendwo hin machen. Top. Endlich 3 Wochen Urlaub. Oh nein, jetzt ich werd's blown, oder? Tag besaufen und in den Schlaf weinen. Oh, wichtig, okay. Und jetzt auf die gegenüberliegende. Boah, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Ist das wirklich so? Ich glaube ja. Also so spiele ich das halt immer. Nee, so machen wir das auch. Ich glaube, Real Talk ist es egal. Nein. Doch. Also ich glaube, so die inoffiziellen Regeln, die man immer zockt, ist gegenüber. Aber ich glaube, es ist an sich egal. Du musst nur sagen, ja. Ich mach diese da, you know?
Dann mach. Ist schon okay. Also ich glaube, Broders werde ich hier nicht mehr holen. Also wir müssen es festlegen. Na dann gegenüber. Ja, das Ding ist halt, wenn ich es jetzt verkacke und es irgendwo reingeht, dann steht da trotzdem, dass ich gewonnen habe. Ist überverwirrend, oder? Ja. Aber wir haben auch immer mit gegenüber gezockt. Aber was sind die offiziellen Regeln? Die offiziellen Regeln sind einfach egal irgendwo rein, nur man sagt halt da rein und dann macht man, oder? Bruno Bruch hat for real einen Billardtisch in seinem Zimmer und spielt immer mit gegenüber. Deswegen sollten wir mit gegenüber spielen. Kannst du bitte anstatt Bodo sagen? Nein, ich weiß nicht, um was es geht. Bruder, ich mach's einfach, nur um dich richtig zu bumsen. Okay. Jo, GG. Das hat sich interessant angefühlt. Meine Lieblingshobbys sind actually rauchen und Bier trinken. Du musst jetzt immer noch da oben links bei den Sitzen machen. Es gibt nach den offiziellen Regeln kein bestimmtes Loch, in das die Schwarze am Ende eingelocht werden muss. Ey, lediglich ist erforderlich. In welche muss ich denn jetzt? In diese da, ne? Ja, genau da, wo du hinzeigst. Okay, also die offiziellen Regeln sind, man kann die überall reinmachen. Wir zocken jetzt aber so, dass ich es gegenüber reinmachen muss. Genau. Das ist kein Vorteil, to be honest, aber egal. Jetzt halt langsamer gespielt. Scheiße. Ja, ist jetzt auch faul, Bro. Du kannst jetzt überall machen, oder? Boah, Digga. Das sind so die Regeln, die man so weglässt, wenn man so privat zockt. Real Talk, keiner, der Amateur ist, zockt so mit Foul, Bro. Einfach von da wird weitergezockt, wo die Kugel liegt, außer sie liegt zu nah an der Seite, dann eine Daumenbreite. Classic. Ich habe bis jetzt alle meine vier Kugeln nur durch Freistöße. Es ist immer noch die da, ne? Ja. Mhm. Durch Freistöße. Immer vorhin gesagt, Freistoß. Ja, die geht rein, Wege, die rein, weh. Die geht nicht rein. Oh, das ist aber mega scheiße. Digga, hättest du die reingemacht, Bro, hättest du verkackt. Oh mein Gott. Das wäre ja so, so geil. Aber das ist ganz gut für mich eigentlich, oder? Aber dann, wie mach ich das? Na, mach mal was. Das war meine Fallenkarte. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Ich weiß, also das ist, ich muss nicht da hinten rein. Mhm. Ich könnte das so machen und versuchen, darüber zu hitten. Also den hast du dir auch verdient, wenn das so klar ist. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum, wie ist es nach da und dann noch weiter nach rechts gegangen? Hä? Der Tisch ist rigged, Bro. What the fuck? Oh mein Gott. Zum ersten Mal ist was aufgegangen ohne Freistoß. Aber das ist ganz gut. Dann würde ich mir die 13 aufheben, um genau. Boah, warum habe ich so stark das gemacht? Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so stark gemacht hätte. Poggers, Subgifts. Ey, Dip, danke für die 5 Subgifts, Bro. Kuss. Dickes Papa, Alter, Jungs. Viel lieber. Oh, 10, sorry. Danke für die 10 Subgifts. Kuss, Bruder. Sorry, my bad. Dickes Papa, Alter, Jungs. Vielen Dank, Mann. Muss man sich was. Let's go! Let's fucking go! Digga, oha! Aber wie krank war der? Der war krank, ey. Der war ehrlich krank, holy shit. Och, ja. Ach, Mann, ich. Geil. Ja, raus hier. Raus aus diesem Spiel, Bro. Dieses Game ist so scheiße, aber irgendwie auch. Es erfüllt den Zweck, you know?
Ja. Okay, wir spielen jetzt Schiffe versenken. Yo! Also, Basti, schau, du musst jetzt einen von diesen drei Leuten unten aussuchen. Du kannst dir auch noch für 2,99 irgendeinen anderen holen. Aber machen wir jetzt nicht. Ja. Ja, ich werde den Kollegen nehmen, Johannes Schmidt. Oh, Montevideo, oder was ist das für eine Stadt? Was meinst du? Montevideo, was ist das für eine Stadt? Montevideo, das ist. Ja. Neue Monte-Sag-Video, Bro. Fortnite. Ja. Die Hauptstadt Uruguays. Uruguay hat fast mal wenig Einwohner. Uruguay hat sehr wenig Einwohner, was man gar nicht denken würde. Ich glaube 3,6 oder 3,4 oder 2,6. Uruguay, danke für die 3,6. Argentinien, danke für die 32. 1,3 nur. Oh mein Gott. Okay, du musst Start machen noch, Kollege. Ich also du hast auch unterschiedliche Schiffe, ne? Also du siehst, wir haben zwei Attacken haben wir gleich und die dritte, sozusagen die Ulti, ist bei allen anders. Also du hast einmal Torpedo. Okay. Torpedo ist, glaube ich, 3x3 oder sowas, wenn mich, oder 4x4 oder sowas. Dann dieser Luftangriff ist so eine Linie machen, also quasi von oben nach unten oder von den Seiten, quasi je nachdem horizontal oder vertikal einmal durch. Und das letzte weiß ich nicht mehr genau. Bombardement ist, glaube ich, auch so ein Dreieck oder so. Na dann, nehme ich Giuseppe Ferreira. Okay. Dann platziere ich mal jetzt Chat zumachen. Mhm, habe ich aus. Ich habe mir tatsächlich letztens ein Video angeguckt. How to win every time in Battleships, also in Schiffe versenken. Dementsprechend bin ich tatsächlich ziemlich gut aufgestellt. Du hast ein Video dazu geguckt, Bro. Ja, das war random auf meiner Startseite und ich hatte übelst Bock, das zu gucken. Und man hat irgendwie immer das Gefühl, man hätte jetzt hier so eine übelste Strat, Bro, aber Real Talk, es ist einfach nur Luck. So, what the fuck. Okay. Ich bin fertig. Ich habe eingeloggt. Ich auch. Aber man kann auch... Ich hole nochmal schnell einen Trinken. Ich muss mir schnell das Video angucken, dann weiß ich, wie er spielt. Boah, das könnte halt krank sein, ne? Fertig. So! Der Coin wurde geflippt. Ich glaube, du fängst an, ja. Okay, meine vier. Okay, ich hab pro Runde kriege ich sozusagen Mana. Genau, du siehst links diese null Blitz, die du da hast. Ich glaube, das ist das, oder? Oder ist das der Damage? Ich weiß gar nicht. Du siehst ein anderes Menü, weil du gerade dran bist. Das müsste selbsterklärend sein. Ah, ich habe jetzt aktuell nur einen Einzelschuss und der verbraucht auch zwei. Genau. Und du kannst aber auch, du kriegst aber jede Runde auch irgendwie drei oder so. Also du kannst über die Zeit quasi stärkere Schüsse aufladen. Oh, wo mache ich denn meine Kamera jetzt hin, Digga? Also, ich habe jetzt also ein... Okay, und eine Vergeltungs... Also, ein Einzelschuss kostet aber nichts. Mach einfach mal, ich glaube nicht. Daneben. Scheiße. Es ist geil gemacht, das Overlay und so. Ja, finde ich auch. Ich muss noch irgendwie echt überlegen, wo ich meine Facecam hinmache, Bros. Überfilm. Sehr, sehr geile Odi heute. Finde ich auch, ja.
Okay. Meine Facecam ist dieses andere Turbo klein gerade. Aber egal. So. Okay, okay. Mhm. Genau, einfach ein Einzelschuss ist nichts. Aber du hast ja dann dieses Viererfeld. Mhm. Und das ist eine Attacke. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Mine platzieren. Das haben wir beide. Wenn du die triffst, dann werden zwei, also angenommen, du triffst meine Mine, dann schieße ich automatisch zwei Random-Schüsse zu dir rüber. Geil. Checkst du? Übelst geil. Ja. Das mache ich aber noch nicht. Okay. Ich feuer mal hier rein. Und Chat, hier seht ihr an der rechten Seite, oder auch bei Basti an der rechten Seite, was ich für Schiffe habe. Genau. Gut, Papa Platte. Feuer! Alter, oh mein Gott, war das knapp. Holy shit. Alter, what the fuck. Lommi, danke für die 3, Bro. Holy shit. Kurosai, Free Shots, Real Sensei. Vielen Dank für alle Twitch Primes, Freunde. Na dann. Jungs, pro Prime Sub wird die Kamera größer, Bedono. Man ist echt angespannt, ob du was triffst. Achso, genau, dann hast du oben, haben wir Echolot. Da kannst du über einen Treffer, den du nicht getroffen hast, so eine Art Scan machen und alle drumherum werden gescannt, ob da was ist. Was sind die anderen teuren Fähigkeiten? Also, dass man wirklich in der senkrechten oder vertikalen alles macht? Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Ah, doch, ja, ich, bei mir sehe ich es hier gerade. Ich habe einen 2x2 Angriff und ich glaube, ich habe einen 3x3 Angriff. Ich glaube, das ist in meinen Attacken. Okay. Das ist halt die Frage, gehe ich früh rein? Kriege ich nämlich extra Skillpunkte, wenn ich was treffe? Ja, ne, meintest du schon. Oh, ich glaube schon, ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war mit den Blitzen. Weil dann ist ja ein Investment gar nicht verkehrt, wenn ich am Ende den Preis wieder rausbekomme. Achso, sorry, ich muss beenden noch. Okay, du bist wieder dran, Chef. Ja. Oh mein Gott, ja. Also sag ehrlich, ist geil das Game, oder? Ich feier das. Also ich hab das damals mit Rätsmann, glaube ich, gespielt. War übelst geil. Das ist ich finde auch, Schiffe versenken ist ein zeitloser Klassiker. Auch das Originalspiel ist schon so geil. So simpel. Ich hatte so ein relativ bonsiges Schiffe versenken, aber ich habe das relativ häufig gespielt. Das hat immer so Schuss-Sounds gemacht. Das war so ein Plastikding, was man aufklappen konnte. Jawoll! Und dann hat sie mal auch so Schuss-Sounds gemacht. Übelst geil. Treffer. Okay, okay. Ah! Aua, auf dem Schiff war ich. Treffer! Okay, es kann aber... Wenn er smart ist, dann guckt er, dann kann es eigentlich nur oben und unten sein. Ja, oder da, ja. Oh, interessant. Okay. Sehr, jetzt, sehr interessant. Jetzt Mine unten, aber ich würde mitbekommen, wenn dein Schiff fertig versenkt ist. Oh, jetzt Mine, ne? jetzt Mine. Mine hierhin. Oder dahin? Kevin? Ja, du bekommst mit, wenn mein Schiff versenkt ist, ja. Ich habe, by the way, keine extra Mana-Punkte bekommen. Für Treffer, ja. Tja, eine Mine ist nicht verkehrt, aber ich kann mir schon sehr gut einschätzen, wo was sein muss. Ich aktiviere den Torpedo! Treffer! Nein! Was soll das? So, und jetzt habe ich noch einen normalen Attack on top. Alle Männer an die Flotte! Okay, okay, okay. Du hast einen Vierer, der kann da nicht mehr drin sein. Du hast einen um die Ecke. Du hast, ich bin so einen verwundet! T-mäßigen. Ich glaube, ich muss oben oder unten picken. Fuck. Okay, ich beende meinen Zug. Aber sehr, sehr starke Runde. Das haben wir gebraucht. Boah, Chad, ich hoffe, er trifft die Mine. Das wäre so krass. Wenn er die Mine trifft, wäre so hart. Dann muss hier einer... Es muss hier einer sein. Treffer. Schiff versunken. Du bist ein fauler... Saga. Fuck.
Muss der Zug noch beenden, Bro? Nein, ich bin noch dran. Echolot! Oh mein Gott, okay. Das heißt, dass da zwei in der Nähe sind, ne? Wie beim Minesweeper. Ja! Daneben! Das reicht mir aber aus, die Information, die ich habe. Die ist perfekt für das, was ich vorhabe. Jeff, wo wird er machen? Hier, hier oder hier? Das ist jetzt Gamble. Ich sag, er macht hier. Ne, das ist ja zu symmetrisch. Ich sag, er macht hier. Okay, ich denke, hier muss eigentlich einer sein. Ziemlich safe. Was? Ach so, ja, klar. Okay, scheiße. Okay, das ist aber gut. Das kann ich jetzt auch schon mal ausschließen, dass es der T-Atze ist. Okay, du bist wieder dran. Was kannst du ausschließen? Dass da das T-Schiff von dir liegt. Obwohl, nee, kann ich nicht. Stimmt, das könnte so quer dran liegen. Oh, damit hast du. Also ich glaube, du hast dich ja verraten, dass da der T-Atze liegt, oder? Na ja, gut, schauen wir mal. Bruder, das Echolot wurde auch geupdatet. Da steht jetzt so 3, er sieht, dass da meine Mine ist. Oh mein Gott, Bro. Was? Hallo, Crackdealer, bitte weniger von dem Blonden oben rechts und mehr von Bastians deutsche Hungerspiele. Bro, WTF. Frech, danke für die 3. Ich muss ein bisschen nachdenken gerade, Bro, sorry. Man, okay. Achso, man wird gehetzt oder was? Ja. Daneben. Das ist doof. Das ist. Das ist voll dumm, dass wir Zeitlimit haben. Vielleicht hätten wir das auch irgendwo einstellen können, aber ich hab's eigentlich nicht gesehen. Wow. Ja, muss ich halt mal ein bisschen beeilen, Keule. Na, okay. Let's go! Okay, ist nicht versunken. Das heißt, es kann eigentlich nur hier einer sein. Und dann hier. Okay, geil, let's go, das war wichtig. Und das erste Schiff liegt! Mein Penisschiff. Okay, gut, naja, top. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier rein. Okay. Der 23 Uhr Basti, da ist er. So, right. Und damit beende ich meinen Zug! Okay. Die 3 heißt, dass da 3 in der Nähe sind, aber warum weiß ich jetzt aktuell, dass noch mehr darum ist? Was meinst du? Ich hab da vorhin nur 2 aufgedeckt, aber da ist jetzt eine 3. Naja, es interessiert mich eigentlich relativ wenig. Okay. Okay, fuck. Nein, auch mein Penisschiff ist gesunken. Fuck. Ey, um welche? Aber um er ist ja klein und hat keine Eier. Was? Oh, okay. Okay. Nice try. Okay. Boah, fuck, okay. Aber hiermit rechnest du nicht, hier ist mein Torpedo! Nein! Hat er nicht getroffen? Oh mein Gott, Bruder. Gottlos. Aber es ist eine Erkenntnis. Ey, ich möchte. Manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um weiter nach vorne zu gehen. Ich will trotzdem verstehen, was jetzt diese 3 noch bedeutet bei dem einen. Das würde ich ganz gerne wissen. Dass da 3 Sachen sind. Aber ist es den ich dann vorhin angeklickt hatte? Und um den herum habe ich gescannt? Ja, toll.
Eigentlich müsste ich noch auf Toxic noch eine platzieren, oder? Auf Toxic jetzt noch eine platzieren, Bro? Aber das ist eigentlich useless, weil wenn er jetzt dann den trifft, dann ist die das ist so useless. Geil, das Game. Ja, finde ich auch. Ich werde, glaube ich, mal den Scanner benutzen. Hm. Krank, okay. Ist aber eigentlich ganz gut. Hier ist nichts, okay. Dann werde ich mal hier reinhitten. Boah, okay. Okay, krass, 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 krass! Wie wäre es in der nächsten Olympiade, ein Yu-Gi-Oh! Hinzuzufügen? Ist, glaube ich, nicht so cool, weil nicht alle Leute sind so mega drin in Yu-Gi-Oh! Und dann die Fähigkeiten und so checkt nicht jeder und so, you know? Ich glaube, es ist nicht so cool. Aber haben wir auch schon drüber nachgedacht, ja. Feuer. Ach du Scheiße. Ach du ja! Scheiße. Es macht so viel Spaß! Scheiße, Digga. Weg damit! Raus aus meinem Meer! Boah, Scheiße, das war... Das war ein richtig krasser Treffer, what the fuck, okay. Let's go! Du hast eine Fallenkarte aktiviert! Jetzt werden zwei random Schüsse bei dir gemacht. Zack und zack. Das war mal nur ein Schuss in den Ofen. Das gefällt mir aber alles, was gerade passiert. Okay. Aber ich muss als nächstes irgendwo... Wo kann überall noch ein Vierer hin? Hier, hier, so quer. Hier, obwohl, nee, warte mal, hier nicht. Hier nicht. Hier könnte ein Vierer sein. Hier, hier und hier. Dann machen wir mal einen hier rein. Boah, soll ich noch ein Torpedo schießen? Ich glaube, ich muss ein Torpedo hier oben reinknallen. Wenn ich wüsste, dass hier oben nichts ist, ist es mega OP. Wenn hier diese Zweierschiffe sind, diese kleinen Zweierschiffe, die er hat, oder sogar der Vierer, ich muss machen. Digga, das gibt's nicht. Digga, das gibt's nicht. Oh mein fucking Gott, das gibt's nicht. Was denn? Ich hab Torpedo gemacht, Bro. Eine komplette Line, aber das geht nur so weit, bis es eins trifft. Und es hat direkt den ersten, den hat er direkt ausgelöst. Dadurch habe ich die restliche Info nicht bekommen. Hm. Oh mein Gott. Fuck. Oh, wenn Basti... Okay, Basti hat eine Mine platziert, okay. Wenn Basti... Wenn Basti jetzt trifft, dann ist schwierig. Dann haben wir ein Problem, Chat. Ich habe noch zwei Schiffe, Bro. Das ist echt nicht viel, Mann. Oh. Okay, wichtig. Okay, ein weiteres Schiff ist down. Okay, lass mich überlegen, also... Chat, wenn ich hier einen hinmache, kann ich ausschließen, dass er hier einen Vierer hat und hier... Ach nee, nevermind, doch nicht. Aber hier, naja, fast. Ah nee, ist das so smart. Er wird irgendwo eine Mine platziert haben, fuck. Ja, ich mach das aber. Aber ich glaube hier. Oder? Nee, ich mach hier. Oh mein Gott, das habe ich gebraucht, okay. Oh mein Gott, let's go. Okay, und jetzt, du hast es nicht ganz an die Wand gemacht, weil du das zu obvious fandest, deswegen hast du hier gemacht. Oh mein Gott, du bist ein Eckenspieler. Du bist ein gottverdammter Eckenspieler, Junge, wie ich dich hasse, oh mein Gott. Ich bin ein Eckenspieler, denkst du, ha? Huh? Du denkst, ich bin so einfach zu schlagen? Okay. Bruder, dann brauchst du wieder auf seinem Yu-Gi-Oh!-Film. Er denkt auch, er hat drei Götterkarten im... Nimm los! Oh! Ich werde deine Flotte... besiegen! Wolltest du gerade sprengen sein, hast du daraus besiegen gemacht? Nur noch besiegen!
Nur noch ein Schiff ist übrig, Kevin, Papa Platte. Aber dafür mein Bestes! Oh Gott, Digga, das gibt's nicht. Digga, what the fuck, Bro? Bro, what the fuck? Es ist sehr offensichtlich, wie du spielst. Was? No fucking way! No fucking way! No fucking way! Bro, Bro, du hast Stream offen! Du hast Stream offen! Ich was? Ich hab es nicht offen! Kapitän! Erfolgreiche Mission! Melde zum Dienst! Boom, 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 boom! Bro, was? Capitano! Wir sind erfolgreich aus der Schlacht zurückgekommen. Giuseppe Ferreira meldet sich zum Dienst. Sollte euch das Ganze gefallen haben, meine Damen und Herren, dann lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, ob wir 2024 genauso weitermachen sollen und weitere nice Olympiaden spielen sollen. Mein guter Kumpel Papa Platte lässt nochmal für die Community 50 Subgifts da. Mein Bester, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute mal wieder mit am Start warst. Alter Boy hier. War eine geile Runde, Digga. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, kranke Scheiße. Ja, GG. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.